Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von, schauen wir mal FNV360, was für Fallout New Vegas für die Xbox 360 steht. Jo, wir sind bei Teil 5 angelangt und es ist jetzt leider schon wieder über eine Woche her, dass ich gespielt habe, aber ich freue mich extremst weiter zu spielen, eben weil ich jetzt eine Woche wieder auf Entzug war. Ende der letzten Folge, also wir sind ja in Nipton jetzt da, gerade noch, und kundschaften das aus. Wir haben die ersten Berührungen mit der Legion gehabt. Lustigerweise die Sachen, was mir einfallen würden, oder halt eben in dem Gespräch mit dem einen Legionär, oder Centurio, glaube ich, hieß der sogar, da sind nicht immer die Sachen, das ist aber meistens so bei solchen Spielen, von wegen du hast nie solche Optionen oder fast nie solche Optionen, was du jetzt als Charakter in dieser Situation sagen würdest. Was du in Wirklichkeit in der Situation sagen würdest, ist wieder was anderes, aber einfach nur, wenn du jetzt sagst, hey, ich bin der Charakter, ich spiele dieses Spiel, dann würde ich was anderes sagen, je nachdem, wie man den Charakter spielen würde. Und das finde ich halt eben ein bisschen manchmal nicht so schön gelöst, dass jetzt das zum Beispiel in der Situation, was wir da gehabt haben, wo der erzählt hat, was der aufgeführt hat in der Stadt, da hast du nur gehabt von wegen, ja, ich, weißt du, mach Männchen oder ich spring, wenn du sagst, hupf. Oder das genaue Gegenteil von wegen, sie sind Abschaum der Menschheit, was weiß ich, trau dir nichts, so bei mir so auf die Art. Ne? Und ich habe mich halt eben fürs Zweite entschieden, jetzt dann nicht so von wegen, ja, ich tue alles, was sie sagen. Und er hat dann eher angefangen, wenn da was nicht passt, dann greif uns ja an. Ich habe das, irgendwann habe ich das wirklich einmal gemacht gehabt. War ja ein bisschen höherstufig, ich weiß aber nicht mehr hundertprozentig, wie der Kampf ausgegangen ist. Jetzt, so wie ich da jetzt bin in dem Spiel, wollte ich mich mit ihm noch nicht anlegen. Ja, aber ist wurscht. Also wir sind eigentlich noch am Plündern. Und was ich am, weil in der letzten Folge, was haben wir sonst noch gehabt? Wir haben den Außenposten von der RNK, wieder falsche Ding. Den Außenposten, den Mojave Outpost. Baracken halt eben von der RNK, den haben wir gefunden gehabt. Da war das mit der Autowerkstatt Nipton Road, wo die vier Typen auf uns gelauert haben, die uns fast Meier gemacht haben. Aber zum Glück haben wir Verstärkungstruppen gefunden in Form von Ameisen. Da habe ich aber Pech gehabt, dass nur die kleinen Arbeiterameisen gerade zur Stelle waren. Wenn da die großen daherkommen waren, dann hätte es anders ausgeschaut. Also die Ameisenkrieger, die waren leider nicht da. Aber dann ist noch zufällig ein Händler und seine Begleiterin oder seine Söldnerin, die im Begleitschutz gibt, die ist dann auch noch, die zwei sind auch noch in Action gehupft oder haben sich dann halt eben bereit erklärt, dass sie mir doch helfen, und mit deren Hilfe haben wir dann alle vier Meier gemacht. Ja, und dann sind wir halt eben nach Nipton gekommen, da haben wir den Thomas haben wir kennengelernt, der Typ, der mit seinen Sternen, Kronkorken herumrennt, mit denen man ja irgendwann einmal einen Preis kriegen kann in dem Spiel. Den weiß ich auch nicht. Ich weiß, ich habe die Location schon mal gefunden. Ich weiß nicht, ob ich mal jemals den Preis abgeholt habe, ob ich genug davon gehabt habe. Aber wurscht, auf jeden Fall, den haben wir getroffen. Hätten wir genug auf Feilschen, glaube ich, gehabt. Ja, ich glaube auf Feilschen, nicht auf Sprache, sondern auf Feilschen. Hätten wir ihn überreden können, dass er uns die Dinger gibt. Ansonsten halt eben, ich habe es trotzdem genommen, obwohl ich zu wenig Punkte drauf gehabt habe. Er hat dann gesagt, ja, ich glaube da an Schmoren halt eben und los mir auch gelernt. Jetzt hätte ich ihn rücklings abmurksen können, aber das habe ich nicht gemacht. Ich bin ja halbwegs nett in den Spielen, so wie in Wirklichkeit auch, da bin ich auch relativ nett. Ja, auf jeden Fall, den haben wir getroffen, dann haben wir halt eben Nipton und sowas gemacht und zum Schluss haben wir hier geendet. Ich weiß, ich dazu wieder 100.000 Sachen, die kann interessieren, und ich habe noch am Ende, habe ich noch gesagt gehabt, von wegen, ich bin voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen, und habe dann gesagt, ich werde höchstwahrscheinlich off-camera, werde ich noch zurückreisen nach Good Springs, werde abladen und vielleicht was verkaufen und dann wieder zurückkehren. Jetzt bin ich zurückgegangen, habe dann alles Mögliche hingehaut. Ich weiß nicht, ob ich was verkauft habe, das weiß ich wirklich nicht mehr, und bin dann wieder dahin gereist mit der Schnellreise und habe dann hier geendet, also nochmal gespeichert, damit wir das Ganze nicht noch einmal alles machen müssen. So, pass auf, die haben wir da unten, dann gehen wir das kleine Kalibergewehr dahin, die 10mm zum Beispiel, die haben wir ja jetzt eigentlich auch schon gefunden gehabt, deswegen habe ich die dahin, und das Bleirohr ist ja unsere neue Nahkampfwaffe, die haben wir dahin. Die kommen dahin, und von mir aus die Dinger kommen dahin, jetzt kommen das Bleirohr dahin. Gut,
Ich werde weiter mit meiner Plünderungsaktion fortfahren. Ich werde da alles nehmen, was nicht nied- und nagelfest ist, auch von den RNK-Truppen. Ich glaube sogar, dass man die Erkennungsmarken, wenn man die mitnehmen, dass man die dann abgeben werden. Wahrscheinlich bei der einen, die dort beim Außenposten ist. Ich weiß aber jetzt nicht mehr auswendig, deswegen. Ja, Schreibmaschine können wir auch nicht nehmen. Das haben wir uns, glaube ich, letztes Mal schon angeschaut. Und da haben wir eh alles mitgenommen, was gegangen ist, oder nicht? Ah, nee, doch nicht. Haben wir doch nicht gemacht. Oder haben wir zumindest diesen einen haben wir übrig gelassen. Da ist nichts. Da ist ein Telefon. Ja, das war's. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen wieder raus und schauen uns dann endlich irgendwann einmal das Rathaus an, weil da gibt es dann einiges. Überhaupt Lottoscheine kriegt man da drinnen sehr viele von dieser Lotterie, von dieser barbarischen, die es da gemacht haben. Und es gibt dann noch diesen einen Store, oder was immer das ist, da findest du einen von den Pulverbanditen, das ist der Zweitgewinner, glaube ich, ist das gewesen, von der Lotterie. So. Gut, das war das Haus. Gut. Da haben wir das Rathaus. Wir haben jetzt gerade nichts drinnen. Ich möchte mal ganz kurz zu dem Wasserturm schauen, weil an dem, muss ich ehrlich zugeben, kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ob da irgendwas war. So, hier haben wir eine Wasserquelle. Die ist natürlich verstrahlt, wie eh und je. Wie bei den meisten Sachen. Okay, an den Geräuschen hört man, dass die Struktur perfekt in Ordnung ist. Ja. Na gut, also von hinten gehen wir nicht rein. Und wir haben ja noch ein paar Häuser, die wir uns noch anschauen können. Da eigentlich schon. Ich glaube kaum, dass da was ist, aber man kann hier rein, theoretisch. Ah. Na, da ist eh nichts. Gut. Pass auf, dann machen wir gerade das Rathaus. So, zur Not muss ich mir ein bisschen noch mit der Steuerung zurechtfinden. Ist ja doch wieder eine Zeit lang her, dass ich gespielt habe. Die Intelligenz bestimmt, wie effektiv sie ihre Fertigkeiten in den Bereichen Wissenschaft, Reparieren und Medizin einsetzen können. Aha. Gut, was ich weiß, hier im Haus haben sie netter Empfang, haben es ein paar von den Hunden vergessen, was ich mir noch erinnern kann, aber das ist auch schon lange her. Ja. Ich sag's ja. Gut, schon da links was ist? Nein. Oh, shit. Ich find's wirklich manchmal lustig, manchmal reagiert er überhaupt nicht drauf. Oder schieße ich da wirklich so stark daneben? Hören tue ich was, sehen tue ich nichts. Ups, der könnte von der Seite kommen. Gut, jetzt müssen wir mal fett sein. Na? Ah! Okay, warte mal kurz. Bleirohr ist da, glaube ich, besser. Ich werde mal kurz ein Dingele aktivieren. Es ist nicht ganz so gut gerannt. So, ja, es ist wirklich nicht sehr gut gerannt, außerdem, man darf nicht vergessen, mein Typ ist noch ein Nubbler und die meisten von meinen Kampffertigkeiten oder Kampffähigkeiten sind erbärmlich. Also ich muss da noch viel steigern, bevor wir da wirklich irgendwie großartig was reißen. Interessanterweise jetzt bei dem Endkampf habe ich ja wieder das Wetz aktiviert.
Ich habe schon mal gesagt, von wegen, ich benutze zwar Wets hier und da, aber meistens nur in Extremsituationen oder bei bestimmten Gegnern. Da war es jetzt für mich eine Extremsituation, weil er schon genau in mein Gesicht gewesen ist. Und da finde ich, ist das Wets ein Vorteil, weil du meistens schneller bist als in der Echtzeit, wenn du schießt. Und du triffst halt eben, also du kannst mir genau sagen, wo er hinschießen soll. Nur finde ich es lustig, ich habe 95% gehabt, der ist ja genau vor mir biegt. 95%, viermal auf Kopfschuss, den ersten hat er getroffen, dreimal hat er daneben geschossen. Das war ungefähr das Gleiche, was ich jetzt da gleich am Anfang gehabt habe, dass ich von der Ferne schieße. Ich habe den quasi vor mir in Kimme und Korn und ich triff nicht. Gut, pass auf, das lassen wir liegen. Also, die Leiche sowieso, aber das Outfit, das, mir bringt es nichts und es zahlt sich nicht aus, von wegen des Preis-Leistungs-Verhältnis quasi. Weil zwei Kronkorken für 2 Kilo, hab's auch in der vorigen Folge schon gesagt, weil ich das nämlich angesprochen habe. Warte mal, irgendwo müssen wir anfangen. Wir fangen hier an? Ja, weil hier sind wir reinkommen. Gut, wir müssen aber auch aufpassen, weil es könnte sein, dass da irgendjemand hier eine Falle noch gelegt hat. Weil das ist ja auch immer das mit dem... Sag ja. Ich hasse es, wenn er den Controller verrückt. Ich bin dort hingegangen und runtergeslidet und dann bin ich an der depperten Mine vorbeigegangen. Okay, also jetzt können wir es dann noch einmal probieren. So mache ich das nämlich eigentlich normalerweise immer, dass ich im Kriechen hingehe, aber dieses Mal habe ich halt eben drauf. Gut, mir war schon klar, dass ich hier und da halt jemanden Charakter verlieren werde. Zum Glück war es gleich am Anfang. Sicherlich, jetzt müssen wir wieder gegen die Hunde kämpfen. Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht was anderes machen. Warte mal. Vielleicht schaffen wir es so. Ja, jetzt tu mit dem Ding wieder herum. Ich bin im Schleichen auch extrem schlecht. Das heißt, normalerweise, wenn ich mich ein bisschen bewege und die Dinger sind gleich um die Ecken, haben es mich. So, der müsste jetzt kommen. Kommt er nicht. Steht der da oben? Schaut so aus, gell? Gut, den einen haben wir. Hammer. Ja, und das mit der Waffe ist ein Bug, das habe ich aber eh schon mehrfach gesagt. Der in der Toilette? Na, gell? Na, der ist da drüben. Ah, schon wieder falsch. Schon wieder denke ich mal, wie kann der daneben hauen? Bleirohr. Und ja, ich weiß, man kann abwehren, aber das oft das vergesse ich auch jedes Mal. Gefahr, aber die kommen nicht her. Da hinten sind's. Worts ist nicht leiden hören, ich weiß auch nicht. Auch wenn es da sind, halt eben Kriegshunde und bla bla bla. Aber trotzdem, ich finde. Ich habe ein Tier, also ich habe ein Tier für Herzen, ich habe ein Herz für Tiere. Vorsicht, okay. Gut, aber nur weil Vorsicht ist und ich die nicht am Radar habe, heißt.
Wo ist er? So, das war's jetzt aber, oder? Ich glaube, jetzt haben wir's. Gut, auf ein neues. So, das haben wir jetzt da. Na, da ist noch einer. Au, 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 au. Ich meine, bei dem Spiel fallen die ganzen Kreaturen ganz schnell auseinander, was Gliedmaßen und sowas betrifft. Bist du deppert? Au. So. Pass auf, sicherheitshalber werde ich jetzt einmal kurz abspeichern. Für den Fall der Fälle, dass ich noch eine Tretmine irgendwo da übersehen sollte. Wenn wir auch gleich noch ein Dingele reinhauen da. Gut, und jetzt geht's ans Plündern. Wir fangen vorne an. Ah, da liegt zum Beispiel ein Lottoschein, der hat keine. Bis auf den Wert hat er nichts. Ja, die kannst du auch kalten. Das ist zum Beispiel gar nicht mehr so schlecht. Da haben wir eine Lampe, da haben wir ein paar Bücher. Dankeschön. Einiges Buch. Den Schlüssel werde ich mittlerweile noch nicht nehmen, für den Fall der Falle, dass wir halbwegs gescheit genug schon sind im Schlösserknacken. Also hier haben wir einen Schlüssel, den könnte man, glaube ich, oben benutzen, wahrscheinlich irgendwo. Da ist jetzt nichts, gell? In die Fächer drin, nein. Der ist hin. Gut, Madame. Das ist auch ein Prospekt. Okay. Ah, ich bin übergewichtig, weil ich ja zu viele Kleidungen bei mir habe. Das heißt, wir reparieren mal was. Soldatenhelm? Was für ein Ah, so, das sind die gleichen. Okay, der Brillenhelm. Okay. Pass auf, dann machen wir die Brillenhelme und die Soldatenhelme einmal. Dann Prospektoren. Das werden wir nicht machen, weil die beide schon viel wert sind. Patronengutrüstung, Soldatenrüstung. Vermummungs. Die ist eigentlich cool. Gut. Die, da werden wir schauen, dass wir. Genau, die können wir perfekt reparieren. Ja, wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen. Oh, cool. Bisschen was haben wir wieder freigemacht. Mülltonne ist leer. Das schaut irgendwie. Da. Dieses. Okay. Weil beim Viererteil siehst du ja von wegen, wenn irgendeine so eine Sprengfalle angebracht ist, sieht man das normalerweise. Ne? Aber ich glaube, das war auch wieder im Viererteil, das hat im Dreierteil, da hat es das bei die Computer hat es das gegeben, wenn der eine Antenne gehabt hat und sich dreht hat. Aha, das ist das, 75, ne, da kommt man nicht mal annähernd ran, da werden wir nachher einen Schlüssel nehmen. So, gehen wir mal hier rein, da ist auch nichts. Schaut eigentlich auch gut aus. Und ich glaube, beim Dreierteil und bei New Vegas war nur das, dass da eine Schrotflintenfalle, glaube ich, die haben es gemacht. Sprengfallen, glaube ich, haben es da noch gar nicht gemacht. Gut, das war jetzt so der eine Raum. Gehen wir mal weiter. Ich befürchte einfach mal, dass wir auch in diesem Teil jetzt nicht so weit kommen werden. Und einer, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme, habe ich gerade mal. Ja, nehmen wir mit. Die zweite Folge veröffentlicht. Ich weiß auch noch nicht, in welchen Intervallen ich diese die Schaumalteile halt eben für dieses Projekt
freischalten wird und auch hochladen wird. Aber da ist halt eben schon drin gestanden, hey, I want, dass du das machst und sowas. Ich freue mich schon auf die nächsten 50 Folgen. Der Herr, ich nehme mal an, es ist ein Herr, aber zur Not sage ich auch, die Dame hat höchstwahrscheinlich recht. Weil nämlich Fallout, das, du kannst es schon spielen in, was weiß ich, 10 Folgen zu je einer Stunde oder was. Es ist sicherlich möglich, dass man das Spiel so schnell durchspielt. Aber da gehöre ich nicht dazu. Ich möchte meinen Spaß haben, ich möchte das Ganze wieder mal genießen und würde es jetzt nicht auf gach, gach, gach durchspülen, nur damit ich es durchgespielt habe und dass ich irgendwas herzeigt habe. Das ist mir zu wenig. Ich möchte meinen Spaß haben, möchte auch wieder, oh, dann haben wir wieder Prospektorenrüstung, Ausrüstung. Gut, den Feuerlöscher kann man ja nicht mitnehmen. Gut, das waren die zwei Räume. Da hinten. Ich schaue schon ein bisschen in den Raum rein, jetzt nicht unbedingt wegen Gegnern. Da schaue ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr drauf, weil die hätten sich eigentlich schon rühren müssen, falls noch welche da sind. Sondern eigentlich schaue ich nur, ob ich irgendwo eine Lampe sehe bezüglich von so Sprengminen. Ah! Haben sie da vergessen, dass da ein Schreibtisch steht? Ja, ich wusste, das nehmen wir auch mit. Es wird einen Zeitpunkt geben, der wird nicht einmal so weit in der Zukunft sein, wo ich nicht mehr jeden Schrott mitnehme, wo ich wirklich nur mehr gezielt speziellen Schrott mitnehme und nicht mehr alles oder so gut wie alles. Aber da haben wir noch ein bisschen. Heuschrecken. Die wurde schon geplündert. Ich frage mich, ob die Heuschrecken auch teilnehmen haben müssen an der Lotterie oder nicht. Motorradhelm, sehr gut. Das lassen wir. Gut, da ist nichts mehr, glaube ich mal. Nein. Gut, die haben wir schon, ja. Ja, hier war die große Lotterie, oder? Oder war das oben? Der Herr hat jetzt nichts. Außen liegt auch nichts. Da ist gar nichts. Das muss dann oben gewesen sein. Weil ich kann mich noch erinnern, da habe ich urviele von die Lotteriescheine herkriegt. Gut, da geht's rauf. Da holen wir uns immer so, ich hole mir gerade den Schlüssel. Weil die 75, auf die kommen wir jetzt noch nicht. Können wir mit dem Schlüssel das aufsperren? Können wir. Gut, pass auf, ich werde noch einmal speichern. Und das geht es mir ja auch nicht mehr 6D. Ich bin bei 300, beim 316. Speicherstand bin ich schon bei dem Spiel. Also das ist schon ein bisschen her. Oh, ja, na, da ist einiges, was wir da mitnehmen können. Da stellt sich die Frage, ob wir überhaupt drauf gehen. Turbo. Lotteriescheine. Flascherl. Da können wir uns hinsetzen. Ein Gewehrschrank. Wow. Schön. Aktenschrank nix, Aktenschrank nix, Aktenschrank nix. Kaffeetassen, Werkzeug. Nehmen wir alles mit. Zack, nehmen wir auch alles mit. Den Toaster von mir aus. Ich weiß schon, von der Ding, vom Preis-Leistungs her ist er auch jetzt nicht gerade so genial. Was ist die Hilfe? Jawohl, wunderbar. Gut, dann ist da alles. Da haben wir noch den Verkaufsautomaten. Eieieiei, Dynamit.
Ich glaube, ich bin gleich wieder voll. Wie viel haben wir? Ich meine, ein bisschen was können wir noch deichseln, nicht mehr viel, aber ein bisschen was. Weil wir können eigentlich noch den Brillenhelm zum Beispiel, könnten wir einen Soldatenhelm. Dann würde ich vielleicht sogar einen Brillenhelm reparieren. Aber toll, jetzt haben wir drei, haben wir gerade einmal zusammengebracht. Die könnten wir noch reparieren. Wie viel wiegt der? Der wiegt doch 15. Das ist jetzt mehr wert. Dann machen wir das noch. Immerhin, der bringt einen 2 Rüstung. Die Vermummung bringt einen 10 Rüstung. Und meine Lederrüstung bringt 6. Weil ich habe was vor mit der Soldatenrüstung. Gut, aufpassen, dass hier nicht irgendwelche Sprengfallen sind. Ah, da müssen wir extra rauf. Okay. Na, wir nehmen die 12 mm, die 10 mm. Sie bewegen sich noch nicht. Wir probieren es. Ja, Wets haben wir noch nicht. Das sind doch viele. Ha! Immer in Bewegung bleiben und ärgern, 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 ärgern. Komm her, Wärzi. Tut mir leid. Verbesser du es ich. Jo, das war ein bisschen zu viel. Stufenanstieg! Yes! Okay, wir haben 15 Punkte wieder mal. Also es gibt genug Sachen, wo ich gern was draufhauen würde. Aber ich glaube, es wäre vielleicht nicht ganz so blöd. Erstens einmal, dass ich Dietrich gleich mal raufhaue. Ich habe ja noch, das darf man ja auch nicht vergessen, diese ganzen Zeitschriften, die man findet, die zurzeit mir plus 10 bringen auf diese jeweiligen Sachen. Also wenn du, ich weiß es nicht mehr, wie das heißt, Dietrich und ich oder Aufschließen leicht gemacht, wenn ich mal das Magazin einnehme, quasi durchlese oder auffresse, dann kriege ich 10 Punkte dazu. Da habe ich, glaube ich, noch zwei daheim liegen, also in meinem Notquartier, was ich mir da gemacht habe. Und da könnte ich das mitnehmen, beziehungsweise wenn ich die, das habe ich auch oft gemacht, wenn ich die richtigen Outfits bekomme, wie jetzt zum Beispiel den Doktormantel, der mir Wissenschaft plus 5 bringt, habe ich immer die Eigenschaften so weit gesteigert, bis 5 Punkte gefehlt haben, so wie jetzt zum Beispiel. Wissenschaft ist auf 29, da habe ich geschaut, dass ich auf 45 steige, weil 50 brauchst du für mittlere Stufe von, also vom Hacken her. Und wenn das gewesen ist, dann habe ich mich kurz umgezogen, halt eben Doktormantel, habe dann halt eben dort gehackt, hat man den Doktormantel wieder ausgezogen, dass ich ein bisschen so mini-cheate, dass ich die Punkte besser verteilen kann und nicht alles immer nur auf eine Sache. Jetzt überlege ich mir aber gerade mit, wenn ich mal Dietrich gleich auf 50 gebe, damit das hält schon eine Zeit lang mit irgendwelchen Sachen, die versteckt sind. Alleine die ist die Schusswaffe. Oh. Ja, Sprache wäre auch nicht schlecht, aber Schusswaffen zum Beispiel. Dietrich, man braucht alles. Man braucht alles. Und Dietrich und Wissenschaft, das waren immer so Sachen, die habe ich immer gleich sehr hoch gesteigert. Genauso wie Reparieren zum Beispiel, das finde ich auch extrem wichtig, damit eine Ausrüstung ist. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Schusswaffe, Nahkampfwaffen und so irgendwas, wenn das dauernd urweit unten ist, dann mache ich urwenig Schaden. Man muss Prioritäten setzen. Das ist ja halt eben der Schaß. Weißt du was, ich mache so. Wurscht. Ich lasse mir das mit die. Ja, das ist genial. Warte mal, der gebildet. Erhält bei jedem Stufenanstieg 3 zusätzliche Fertigkeiten. Dieses, ja, ich nehme gebildet. Bei. So. Da braucht man nicht gleich, also braucht man nicht drüber diskutieren. Wenn ich jetzt pro Stufenanstieg immer 3 Punkte kriege, das ist schon mal super. Aber natürlich brauche ich dann nachher noch die anderen Sachen. Und es gibt ja dann noch das Verständnis, glaube ich, ist das.
Das habe ich mir nämlich kurz im Internet durchgelesen, weil ich es nicht mehr intus gehabt habe. Wenn ich jetzt da die, es gibt ja die Magazine und es gibt die Bücher, die Fertigkeitsbücher. Und wenn man die Bücher liest, kriegt man 3 Punkte und mit Verständnis, ich glaube, es ist Verständnis, kriegt man statt 3 4 Punkte. Das ist nicht die Welt, gebe ich zu. Aber irgendwie finde ich, jeder Punkt zählt. Und es, wenn man will, findet man extrem viele Bücher. Es gibt, glaube ich, für jede Fertigkeit gibt es 4 Bücher. Das heißt, wenn du jetzt 4x4 nimmst, also 4x3 ist 12 und 4x4 ist 16. Ich weiß, für den einen oder anderen wird es eine Augenauswischerei sein. Ich finde es relativ wichtig. Deswegen, ich werde es höchstwahrscheinlich machen wieder. Gut, jetzt haben wir ja gekämpft. Jetzt können wir uns wieder was einwerfen. Dadurch verlieren wir auch wieder ein bisschen was. Haben wir da irgendwas? Nein, haben wir nicht. Wir haben jetzt den Revolver gefunden. Okay. Ja, das Schloss. Also es gibt ein paar Bugs, das wissen wir eh. Ich glaube, den habe ich zerfetzt, wie ich raufgekommen bin mit der Granate. Dankeschön. 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 Der hat ja nichts gehabt. Das ist die andere Tür. Warte, bevor wir da reingehen. Ich werde noch einmal speichern, sicherheitshalber, weil ich habe keine Lust, dass ich jetzt da wieder auf eine... Ja, und den haben wir. Genau. So, da haben wir wieder einen Lotterieschein. Und wie gesagt, ich werde jetzt nochmal speichern, nur für den Fall der Fälle. Ich habe keine Lust, dass ich auf irgendeine von den Tretminen da drauf trete. Und ich bin der Sucher. Das heißt, wir haben jetzt das Fallout-Universum gewechselt und ich bin jetzt im Harry Potter-Universum. Na toll, wer hat denn das sich ausgesucht? Ich nicht. So, da geht es jetzt noch weiter rauf. Da wollen wir nicht weiter rauf. Und da sind wir gekommen. Das heißt, ich gehe mal von links. Ich werde vielleicht einmal kurz mir den Boden anschauen. Auf jeden Fall der Fälle. Ich sehe da jetzt gerade nichts. Ah, sehr schön. Sturmjägerhut, den brauche ich auf jeden Fall, weil meiner ist schon hin. Ja, nehmen wir mit. Schreibtisch, nehmen wir mit. Aktenschrank, ja, nehmen wir auch alles mit. Die 22er, ich weiß nicht. Ich meine, ja, okay, mit Schalldämpfer ist an sich cool, wenn man die richtigen Perks hat und richtig gesteigert hat, ist es sicherlich auch lustig, dass du mit denen herumrennst und halt eben stealth-mäßig da mit dem Kleinkaliber alle Meier machst. Aber na, das fand ich auch immer so schade. Beim Dreierteil zum Beispiel, da hast du ja auch, ich weiß nicht, ob also 22er. Die Mauser, was du finden hast können. Und da hat sie dann noch die gesteigerte Version, die Ultimate-Version davon gegeben, die, wenn du die benutzt hast, hast du Feuermunition oder quasi, wie heißen die gar, die Leuchtspurmunition hast quasi geschossen. Die war cool. Die hast, wenn du gewusst hast, wo sie ist, hast die relativ früh gekriegt. Und ich habe wirklich versucht, weil ich es cool gefunden habe, die Waffe, habe ich dann auch wirklich einmal bei einem Playthrough halt eben von Fallout 3, dass ich mit der Waffe eine Zeit lang rumrennt, aber im Endeffekt, ich habe es nicht lang machen können, weil die Waffe einfach so wenig Schaden gemacht hat, auch mit dem Flammenbonus quasi, das war schade. Und deswegen, ich weiß schon, es müssen ja mehr Waffen herumliegen oder mehr Waffen zur Verfügung stehen und davon muss es auch ganz schwache Waffen geben, weil sonst, ja, das muss ja irgendwie... Die Waffen müssen sich ja irgendwie unterscheiden. Wenn alle Waffen den gleichen Schaden machen, dann unterscheidest du dich nur mehr, wie viel Munition hast du mit. Das ist ja dann auch eine Chance. Cowboyhut. Na, der hat aber auch ein bisschen was damit. Ich werde es mitnehmen, wobei das ist fatal gerade vom Ding. Oh, ich bin überladen. Ja, bin ich. Ich weiß es. Wir werden auch schauen, dass wir das Ganze wieder ein bisschen ins Normale bringen. Da ist zum Beispiel nicht jetzt so gut. Bei der
Prospektoren können wir noch einmal Hand anlegen. Den Sturmjägerhut können wir endlich reparieren einmal. Und ein bisschen was haben wir noch. Der bringt Wahrnehmung plus 1. Unser Sturmjägerhut, Wahrnehmung plus 1. Wenn wir dann den Brillenhelm mal aufsetzen würden, kriegen wir ein bisschen Rüstungsschutz plus 2. Der Motorradhelm, Rüstungsschutz plus 2. Ja, irgendwann werde ich mal aber den Metallhelm, den finde ich eigentlich am... Ich glaube, das ist der coolste Helm, außer bei der RNK-Patrouillenrüstung oder Ranger-Rüstung. Die muss ich aber zugeben, die habe ich noch nie gehabt, weil, was ich weiß, musst du Ranger werden. Und ich habe zwar für die RNK habe ich schon mal gearbeitet gehabt, bei einem von diesen Playthroughs, aber nie so stark, dass ich jetzt von ihnen das Ding gekriegt hätte, dass ich die Unterkunft bekommen hätte. Ich glaube es nämlich nie. Kann auch sein, dass ich mich irre oder dass ich mich nicht mehr erinnern kann, weil es... Ich habe schon ein paar Mal durchgespielt, das Spiel. Oder ein paar Mal durchgespielt ist es auch... Ich glaube, zweimal habe ich es durchgespielt. Ansonsten habe ich es halt eben immer lang gespielt, aber die Hauptstory habe ich beiseite gelassen. So, da geht es jetzt noch weiter rauf. Dann schauen wir oben auch noch hin. Okay. Ist eh wurscht, es wird eh gespeichert. Das extra. War ich zu langsam. Das ist eine Nymphe. Ah, okay. Ich hab schon geglaubt, das ist eine Nymphe. Das ist eine Heuschreckennymphe. Tüte. Sehr leicht, sehr gut, da kommen wir rein. Aber es kann auch sein, dass man es auch. Lass mich raten, den Schlüssel, was ich habe, der sperrt das auf. Deswegen sollte ich vielleicht schauen, dass ich den Schlüssel irgendwo ablege, für den Fall der Fälle. Für den Fall der Faller. Durchschnittlich, das könnten wir jetzt auch aufmachen. Haklammer. Schreibtisch, sehr gut. Haklammer. Gut, ich möchte den Schlüssel ablegen, wenn ich das überhaupt kann. Weil es gibt ja auch Sachen, die kannst gar nicht ablegen. Ist es Hilfsmittel oder sonstiges? Sorry. Und ich bin eh schon überfüllt. Na? Die kann ich gar nicht ablegen. Scheiße. Whisky. Ich sehe hier keinen Schlüssel. Na? Oh, ein Science Book, wunderbar. Und Informatik. Gut, ich lasse es dabei noch. Oh, sehr schön, noch ein Magazin. Wie viel haben wir noch? Wir sind auf 191. Gut, das können wir noch mitnehmen. Da sind Lotterschweine. Schrank ist leer. Da hätten wir noch. Ja, ist ja wurscht. Nehmen wir es mit. Nur wenn ich da jetzt drauf. Ich will gar nicht drauf drücken. Weil ich würde mal gern die Erfahrung nehmen. Warte mal, ist Glasl was? Eins. Ja, okay, nehmen wir es mit. Kleinvieh macht auch Mist. Und ich gehe erst zurück zur RNK, wenn wir das Ganze gelootet haben, nicht vorher. Und ich glaube, ich muss nämlich eh nochmal kommen, weil wenn ich jetzt noch weiter schaue, da können wir jetzt noch nicht rein. Oder ich probiere es noch nicht, dass ich da reingehe. Da haben wir noch da. Bist du Depp? Da haben wir noch viel. Jetzt reißt die eh nicht. Coca-Cola. Und wir sind gleich voll. Hilfsmittel. So, ich glaube, hier kann ich das dann im Nachhinein... Ja, wurscht. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Das. Da spielt er sich ihre Kartensets. Also das Karawane ist das, ja, das. Ich habe mir es mal angeschaut, aber das habe ich auch schon erzählt gehabt. Ich habe mir es mal angeschaut, wie das funktioniert. Ja, ist halt eben wie Blackjack, nur auf vier Stapeln muss das spielen. Obwohl Blackjack, muss ich ehrlich sagen, ist eins von den wenigen
Karten spielen, so Las Vegas Kartenspiele, die ich gern habe. Von welcher Seite sind wir reingekommen? Ja, hier. War hier nicht mal eine Tür gewesen. So. Ja, leider. Also, was ich jetzt auch gerade sehe, von wegen, wir sind schon bei ungefähr 40 Minuten. Wir kommen nicht allzu schnell voran mit mir. Ich weiß es. Nur wenige kennen jedoch die Geschichte ihrer schrecklichen Vergangenheit. Ja, Wolz! Da bin ich eh auch gespannt, welche Wolz da alle gibt. Schon wieder Nacht, Senorito. Nein. Wir müssen nach Good Springs. Weil ich weiß, oben links gibt es den einen Volt, der mit den Pflanzen rumgespielt hat, oder halt eben mit der Pflanzenwelt probiert hat, irgendwie so eine Symbiose einzugehen. Das weiß ich noch. Rechts ist irgendwo, ich spreche von der Karte, also da, wenn wir jetzt da rauf gehen, da ist glaube ich Volt 11, was ich mich noch erinnern kann, der, was jetzt gerade beschrieben worden ist, da weiß ich nicht mehr genau die Geschichte. Da oben, irgendwo da ist der andere Volt, der mit den Pflanzendinger, und ich glaube irgendwo da unten gibt es noch einen anderen Volt, aber ich bin mir da jetzt nicht sicher. Nichts in die Kommentare schreiben von wegen, also spoilern könnt ihr mich eh nicht richtig. Ihr könnt mich respoilern, wenn überhaupt. Soll heißen, ich hab's mal gewusst, hab's jetzt vergessen und ihr würdet mich jetzt in meinen Gedankengang spoilern, wenn überhaupt. Aber ich weiß dann eh, worum es geht. Also ist es nur halb so tragisch wie richtig spoilern, so wie eben das, hey, wer hätte gewusst, dass dass Darth Vader Luke Skywalkers Vater ist. Was? Und du stehst bei der Kasse, wie es bei den Simpsons seitdem so schön parodiert haben. Ist schon wieder die Post gekommen? Nee. Okay. Ich glaube nämlich wirklich, ab und zu kommt da irgendein Postler und hat da was rein. Oder vielleicht ist auch nur unser kleiner metallener Freund, der da herumdüst. Pete! Der schlaft schon wieder im Bettchen und wer, dieser Typ schläft auch da in meinem Bett. Ich finde es nicht gut. Ich finde das einfach nicht gut. So einen Revolver haben wir rein. Dynamit mit langer Lunte. Die ist eigentlich ziemlich cool. Wir haben sogar Munition dafür. Die Laserpistole könnten wir mal reparieren. Weil ich glaube, wir haben eine Laserpistole. Hammer. Hammer, 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 Hammer. Gut. Die Minen sind... Die habe ich normalerweise gern mit, so als Notfall. Dann werde ich es auch mitnehmen. Dafür gehen wir die rein. Schaufel muss ich mitnehmen, weil die... Wenn ich mal an einem Grab vorbeikomme und ich habe keine Schaufel dabei, weiß ich mal wohin. Und das ist nicht schön, wenn ich das machen muss. Das ist überhaupt nicht schön, das tut ein bisschen weh. So. Dann haben wir die rein. Die Karawan-Ding, die ja, hat eh nur drei. Das ist nicht tragisch. Gut, in unseren Schrank gehen wir mal rein. Der Brillenhelm, da ist ein Brillenhelm drinnen. Okay. Könnte man dann eigentlich auch gleich reparieren. Weißt du was, das reparieren wir auch. Die Dinger, weiß ich gar nicht, warum ich die drinnen habe. Ich glaube, die habe ich einfach so mitgenommen. Da haben wir ja auch Söldner-Outfit. Gut, pass auf, ich nehme die ganzen einmal mit. Die Pulverbanditen-Dinger nehme ich auch alle mit. Den Rest lassen wir da mal. Oh, ich bin schon wieder überladen. Gut, den reparieren wir. Schön. Die Lesebrille reparieren wir. Prospektoren-Outfit können wir nicht mehr reparieren. Bei denen, da gibt es ein Soldaten-Ding. Ah, okay, das waren zwei verschiedene. Gut, dann haben wir das gelöst, das Rätsel. Es tut mir leid für das Gehustele. Der Charmeur, ich glaube den Charmeur nehmen wir. Feld, Ding, Ding. Dann haben wir das. Die ist jetzt auch sehr gut beieinander. Gut, den Brillenhelm haben wir rein, das haben wir rein, Lesebrille haben wir rein, derweil haben wir noch das rein, das haben wir auch rein, das haben wir auch rein, das haben wir auch rein. Wahnsinn, ganze eine Schadensresistenz kriegst mit dem Ding und hast halt im Nahkampf auf +2 einen Schusswurf +2, und ein Gewicht von 8.
Die wiegt halt eben viel, gut, die kann auch dafür was. Und ich finde die cool halt eben mit der Vermummung. Das hat was. Und die will ich nämlich mal kalten. Das haben wir auch schon gedacht gehabt, wenn wir als nächstes im Nachhinein dann, wenn wir Nipton endlich mal fertig ausgeräumt haben, möchte ich nämlich Prim. Oder, na, Prim heißt diese Stadt. Die heißt nicht Prime, die heißt Prim. Die möchte ich retten oder befreien halt eben von den Dingerlein. So, die Lederrüstung lassen wir dabei noch. Von den Pulverbanditen. Da kriegen wir nämlich ein bisschen was an Erfahrung. Das ist ganz cool. Blechdosen, die haben wir rein. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das ist Hundefell, nehmen wir mit. Die habe ich die Hülsen da drinnen. Okay, wir haben Hülsen drinnen. Dann haben wir die Hülsen da rein. Das lassen wir auch. Die haben wir weg. Die verkaufen wir. Siehst du, das ist auch cool. Es gibt Lottoscheine, die haben einen Wert von 1 und Lottoscheine, die haben einen Wert von 10. Und das sind nicht einmal die, wo Gewinner draufsteht. Sensormodul haben wir rein. Spielzeugauto haben wir rein. Ich hau mal einen Toaster rein. Wunderkleber haben wir rein. Da ist auch das, die zerbeulten Blechdosen, die können wir verkaufen. Die normalen Blechdosen, die verkaufen wir nicht, weil ich bilde mir ein, mit den normalen hast du Dinger machen können. Granaten. Oder war das in einem anderen Teil? Es kann sein wirklich, dass ich gehirntechnisch halt eben bum 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 Fallout 4, Fallout 3, New Vegas, Fallout 4, Fallout 4, Fallout 4, weil ich Fallout 4 am meisten gespielt habe. Aufbereitetes Wasser, da haben wir 2 rein, das da haben wir verkaufen. Das, ja. Verkaufen. Frischer Mais, können wir auch verkaufen. Gecko Steak. Das behalten wir uns. Großes Buch der Wissenschaft. Die Bücher haben wir woanders, gell? Jo. Ja, weißt was, machen wir so. Ich glaube, das Hundefleisch lasse ich mir noch. Das muss ich noch schauen, ob ich das nicht selber irgendwie kochen kann. Coca-Cola lassen wir da drinnen. Kakerlakenfleisch. Aber dann könnte ich das Fleisch auch mitnehmen. Nein, ich weiß ja gerade nicht, wo das alles ist. Ich hau das schmutzige Ding rein, Strahlen, Stramastrahler, den nehmen wir uns mit, Turbo haben wir rein, Whisky, die haben wir rein. Dann lassen wir das da mal da. Wobei das, ich meine, das wiegt 18 Kilo. Und ich komme dabei eh nirgends vorbei, dann lassen wir das auch da. Ah, ist alles so verwirrend. Und die Bücher sind da drinnen. So, da das große Buch der Wissenschaft. Zack. Strammer Strahler. Und das nehmen wir uns alles mit. 7. Da gehen wir noch eins davon rein. Naja. Gehen wir eins rein, wir brauchen eh immer wieder welche davon. So, wir haben jetzt 83, die Dingele hat zu. Ich möchte jetzt nur noch schauen, haben wir das da drinnen vielleicht? Nein, bis sonstiges. Da, Schlüsselanhänger. Öffnen. Den können wir nicht ablegen. Das ist was, das geht mir am Nerv. Ich habe jetzt den Schlüssel drinnen und wenn ich halt eben jetzt zu einer Tür kommt, zu der dieser Schlüssel gehört, kann ich die Tür ja nicht mit dem Lockpick öffnen, sondern er benutzt gleich den Schlüssel. Das ist was, das mag ich überhaupt nicht. Gut, wir machen uns wieder auf den Weg nach Nipton. Dann noch den Rest fladern, der was allein im Rathaus drinnen liegt. Da ist ja doch noch ein bisschen was. Dann haben wir noch mindestens ein, wenn nicht sogar 2 Gebäude. Die Kugeln und Raketen mit dem Extra immer draufhalten, reduzieren sie den Schaden erheblich, den ihre Angreifer. Okay. Ja, das mit den Begleiter, wir werden es sehen, oder ich werde es zum ersten Mal sehen. Ich hab noch nie einen Begleiter gehabt in Fallout New Vegas, ich bin immer allein rumgerannt. Das habe ich mir erst angewöhnt bei Fallout 4. Und da habe ich es zu schätzen und zu lieben gelernt.
dass ich einen Begleiter mit habe. Ich habe dann außerdem eh geschaut, wie ich dann rausgefunden habe, hey, was, die leveln auch ein bisschen mit, beziehungsweise dein Beziehungsstatus zwischen ihnen und halt eben je länger man die hat, desto besser wird die Beziehung und du kriegst dann einen extra Perk. Und dann habe ich geschaut, dass ich jeden auf 100% kriege, halt eben, damit ich ja die Perks sehe, was die können und ja, und eben was die mir auch bringen. Und teilweise eben, damit man auch denen ihre Story vervollständigt. Sofern sie eine haben. Gut, da waren wir das letzte Mal. Dann können wir hier weitermachen. Tausch da. Aber es gehört alles mir. Oder helfen werde ich dir nicht. Alles mitnehmen. Geil, mal nachschauen, was drinnen ist. Einfach nur auf alles mir. Alles mir. So, Schreibtisch. Jawohl, sehr schön. Da haben wir einen Blythe-Thief. Klemmbrett. Nix. Blythe-Thief. Hallo, Blythe-Thief. Der ist ganz wichtig. Aktenschrank. Briefbeschwerer. Ja, nehmen wir mit. Wenn schon mit da ist, was? Man lässt nichts liegen, lässt nichts schlecht werden. Nehmen wir auch mit. Natürlich. Die Haarstockmilben werden damit nichts mehr machen. Ist doch gescheiter, dass ich es mitnehme, oder? Gut ist. Na, das sind nur irgendwelche Fetzen. Ein leerer Schreibtisch. Ich hätte fast einen Bleistift vergessen. Könnte ich mir dann vielleicht einen Monat lang wieder anhören in den Kommentaren. Hey, du hast bei der Szene irgendwas, hast du einen Bleistift liegen lassen. Na, also im Gegenteil, also gerade ihr seid sehr human, was solche Sachen betrifft. So. Doch, ich darf! Du darfst. Oh, schauen wir mal, ob wir noch retten können. Nein! Ein bisschen weiter. Aber jetzt. So. Da ich keine Mine. Ich sehe gerade keine. Gut. Aktenschrank. Schreibtisch. Aktenschrank. Da ist was. Natürlich. Schreibtisch. Natürlich. Klemmbrett und Bleistifte. Nein! So, das war das. Da haben wir noch eine Kaffeetasse. Jawohl. Und einen Werkzeugschrank. Mit Altmetall. Aktenschrank, Aktenschrank, Aktenschrank. Sonst ist da nichts. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier noch das Büro. Im Büro waren wir ja an sich, glaube ich, fertig. Genau, den Ding wollten wir uns noch durchlesen. Sehr gut. Erfahrung, 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 Erfahrung. Okay, da ist ein Feuerlöscher, ist keine Mine. Schrank ist leer, Spind ist leer. Da liegt ein Pümpel, den wir nicht anklicken können, aber ich will ihn eh nicht haben. Rüstungskoffer, Haarklammer, Metallrüstung, die ist cool. Die ist mir nur immer schwer gewesen. So, hier haben wir noch ein bisschen was zum Flattern. Ein bisschen. Zigaretten. 10 mm, wunderbar. Ah, Nuka-Cola Victory. Gut, da hinten geht's weiter. Ich hab's eh gesehen. Aber wir schauen uns jetzt erst da hier noch um. Zack, zack. Da ist auch was drinnen. Kaffeetasse, Nuka-Cola. Da ist nichts drinnen. Da ist was drinnen. Ich sehe Geld. Nein! Noch einmal. So. Da ist Geld. Tada! Alles mir. Alles mir. Gut, da ist das. Der Spind ist leer. Der Gewehrschrank ist voll. Alles.
Reinigungsmittel. Oben drauf ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Und da ist auch nichts. Na, das hat sich ausgezahlt. Gut, jetzt lesen wir uns noch gar die Notizen des Bürgermeisters vor. Reset der Zentralverbindung machen wir jetzt noch nicht. Teste Gefängnisausbruch. Machen wir das. Toni war so nett, dieses Terminal zu bauen und für mich einzurichten und das für 30 Kronkor Guthaben bei Rose. Ha! Das Leben als Bürgermeister gefällt mir. Gut, dass ich nicht weiter nach Osten gegangen bin. Hier verdiene ich eine Menge Kronkorken mit Rose und Silvia, an denen die Soldaten aus dem Mojave Outpost sehr interessiert sind. In Klammer, wenn man lange genug in dem Nest herumsteht, vergnügt man sich wohl gern mit etwas, das wie eine Maulwurfsratte aussieht und auch nicht viel besser riecht. Und die örtlichen Läden treten mir einen Anteil an ihren Verkäufen an die Soldaten ab, da es meine Mädchen sind, die sie hierher bringen. Ha! Sie sind der Meinung, dass sie gewieft gefälscht. Sie sind der Meinung, dass sie gewieft gefälscht haben, weil ich mich mit 15% statt mit 20% zufrieden gegeben habe. Noch ein Jahr in diesem Loch, höchstens zwei, und ich kann zurück in den Hub. Vielleicht kann ich dort als Bürgermeister kandidieren. Ha! Bürgermeister Joseph B. Stein. Sieht das nicht offiziell aus? Ha! Hi Roller! Willkommen! Eine vielversprechende Entwicklung, wenn ich das so sagen darf. Es scheint, dass die Dinge in der RNK-Justizvollzugsanstalt im Norden komplett aus dem Ruder gelaufen sind und jetzt machen entlaufene Häftlinge die Gegend unsicher. Klingt erstmal nicht so toll, aber gut. Aber gut, dass es meine Wenigkeit, Bürgermeister Joseph B. Stein Esquire, gibt und ich mit politischem Scharfsinn und zwischenmenschlichen Einfühlungsvermögen gesegnet bin. Ich habe die Jims ausgesandt, um Kontakt mit den Gefangenen in Klammer oder vielmehr der Pulverbande, auf diesem Namen bestehen sie, aufzunehmen und ihnen mitzuteilen, dass Nipton zu einem Handel bereit ist. Als Gastgeschenk gibt es kostenlose Nummern mit den Mädchen. Ha! Sie sind natürlich auf das Geschäft eingegangen. Das hat Little Jim gut hinbekommen. Big Jim, nun ja, er ruhe in Frieden. Ich sehe hier eine Menge Potenzial. Solange ich die RNK-Truppen und die Pulverbande, Klammer, lächerlicher Name, Klammer zu, voneinander fernhalte und Schießereien auf der Straße verhindern kann. Glücklicherweise kommen die Soldaten nur nachts. Klammer, Wortspiel, Klammer zu. Falls die Pulverbanditen also nur tagsüber kommen, in Klammer Encore, Klammer zu, kann ich für ein flüssiges Kommen, Klammer, alle guten Dinge sind drei, Klammer zu, und gehen sorgen. Mit vertraulichen Grüßen, Bürgermeister Joseph B. Stein, Esquire. Teste. Willkommen. Ich kann mein Glück nicht glauben. Ich bin absolut fassungslos. Gerade wurde ich von einem ziemlich angespannten jungen Mann namens Mr. Fox, in Klammer, ja klar, Klammer zu, angesprochen. Nachdem wir alleine in meinem Büro waren, teilte er mir mit, dass er ein Mitglied der Caesar's Legion, in Klammer, oh, Klammer zu, sei. Er wusste, dass RNK-Truppen und Pulverbanditen oft Zeit in Nipton verbringen. Es stellte sich heraus, dass die Legion beide Gruppen hasst und ein Exempel an ihnen statuieren möchte. An der RNK aus offensichtlichen Gründen, an den Pulverbanditen, weil sie Überfallkommandos der Legion diesseits des Flusses belästigen. Ich musste keine Sekunde überlegen, bevor ich seinen Vorschlag annahm. Nun muss ich nur die Pulverbande überreden, nachts RNK-Soldaten zu entführen. Wenn beide Gruppen sich gleichzeitig in der Stadt befinden, schlägt die Legion zu. Ha! Und für diese einfache Aufgabe wurden mir 8000 Kronkorken angeboten, beziehungsweise 8000 Kronkorken angeboten. Ich könnte fast direkt in die RNK zurückkehren. Aber wer weiß, wie viel ich noch aus diesem Regionslakaien herausholen kann. Ich werde mal ein paar Vorräte in einem Unterschlupf zwischen hier und dem Mojave Outpost sammeln, für den Fall, dass ich schnell nach Haus zurückkehren möchte.
sehr aufregend. Unterzeichnet mit ruhiger Hand, in Klammer auf der Tastatur, Klammer zu, Super Bürgermeister Joseph B. Stein, der dritte Esquire. Verbindung zurückgesetzt. So, jetzt kennen wir ja die Geschichte, wie das Ganze angefangen hat, und wir haben gleich am Anfang erfahren, wie das Ganze geendet hatte. Gut, damit hätten wir das jetzt, das Rathaus hinter uns. Ich gehe jetzt auf jeden Fall noch vor die Tür. Und schau noch gar, was wir jetzt noch haben. Wir haben auf jeden Fall noch den einen Laden. Den haben wir auch noch. Wo der eine von der Pulverbande da drinnen hockt. Oder von den Pulverbanditen. Das müsste in die Richtung. Na, da sind die Fenster. Also, das haben wir alles. The best of everything. All in one place. Ultra Lux. The rebirth of luxury. Have a sunny day in Good Springs. Use right lane. Entweder ist schon wieder Nacht oder es ist morgen. Nee, es ist morgens. 5.53 Uhr. Gut, naja, wir haben da noch einige Häuser, was ich da so sehe. Ach Gott. Ich weiß, es ist... Ich sag das auch nur deswegen, weil ich ja für euch, also weil ich vor der Kamera spiele. Eigentlich für euch, ja. Ich will es ja gar nicht spielen, ich mache das nur für euch. Briefkasten ist leer. Wie gesagt, wenn ich für mich alleine spiele, ist es ja wurscht, wie lange ich spiele. Das spüre einfach so lange, wie ich Lust habe und mache das, worauf ich Lust habe. Nur halt eben, wenn ich... Ah, da waren wir aber schon drin, oder? Wieso sagt das keiner, dass ich da schon drinnen war? Ja, unnötig. Gut, dann haben wir das. Da drüben hat es ja nichts gegeben. Also in dem Haus wollen wir sicherlich auch, oder? Wie gesagt, vorne der Shop, der fehlt noch, das weiß ich. Ah! Was macht ihr da? Kommt der nach? Ja, der kommt nach! Fuck! Ist das eigentlich ein Gatzi oder ein Mr. Handy? Okay. Ich möchte mal schauen. Das Blöde ist halt eben das, mir geht es wirklich sowas von ab, dass man nicht rennen kann in dem Spiel. Oh, er hat mich einmal erwischt und das... Ja, und bin schon fast hier. Das war ein Gatzi. Ja, Mr. Gatzi. Ah, ich hasse die Dinger. Wobei, der war jetzt noch halbwegs leicht und dass der nicht so schnell war, oder was? Also bei Fallout 4... Boah, Alter. Da zieht's mir mal alles auseinander. Also, da zieht's mir die Schuhe aus, quasi, wenn die auf mich losgingen. Aber da gibt's einige Viecher, vor denen ich wirklich einen Respekt habe. Nur, ich bin noch so niedrigstufig, da scheiße ich mich quasi vor allem an. Die leichteste Grippe kann einen da dahin raffen, weißt? Bei meinem Level. So, und ich muss aufpassen, wir sind eigentlich schon längst angelangt beim Ende, aber ich kann nicht aufhören. Da liegen so viele geile Sachen rum. Ich muss mal schauen, dass da keine Sprengfalle ist, wobei es wurde gerade gespeichert. Ein Legionär, na gut. Hat die Legion doch ein bisschen was verloren. Lasergewehr. Okay. I'm starting to drool. Lederrüstung, wunderbar. Ein Messer, warum nicht? Geschenkt, Bart. Geschenkt. Legionsohr.
Eine Machete, auch Machete genannt, Rekrutenhelm, das nehmen wir mit, das Early lassen wir ihm da und natürlich wollen wir, Fertigkeitspunkte, wir wollen Erfahrung. Zu mir! Ja, ich weiß, ich hab zu viel. Aber das nehmen wir noch mit. Da können wir trinken, das wollen wir jetzt nicht. Ein 9er Eisen, das ist schon hier. Das ist auch so eine Waffe, ist ja Nahkampfwaffe. Die wurde... Oh, der Stromleiter. Ah, da liegt alles rum, was wir haben wollen. Und auch nicht haben wollen. Aber wir haben Einschussflinte, die wollen wir auch mitnehmen. Wir wollen alles mitnehmen. Okay, pass auf. Das ist unsere Waffe. Die reparieren wir mal. Jetzt haben wir da zwei Revolver. Reparieren wir auch. Lasergewehr, Laserpistole, Schlagring, da können wir nichts mehr reparieren. Unsere Rüstung, da mal endlich mal reparieren. Der ist eigentlich auch cool, der Rekrutenhelm. Aber wie bist du der bei 213? Ah! Tisha! Okay, wir müssen ein bisschen was zurücklassen. Und das Ganze das nächste Mal machen. Der Revolver 2. Die sind beide voll, die nehmen wir mit. Karawanschrotflinte, Lasergewehr, Machete, Messer, so ein Schlagring. Ja, ich meine, wenn wir die Metallrüstung zurücklassen, dann geht sich's aus. Die Legionsrüstung, aber die will ich ja nur mitnehmen. Die will ich ja nicht einmal unbedingt jetzt großartig irgendwas damit anfangen. Die möchte ich einfach nur mitnehmen. Ich glaube, da können wir ein bisschen was ablegen, ha? Bei die Sachen. Bleistift, Briefbeschwerer. Wobei ich könnte jetzt dann auch die Pause kurz nutzen und dass ich zwischen dieser Folge und der nächsten Folge, dass ich wieder alles zurückbringe und dass wir das nächste Mal weitermachen und vielleicht, dass ich hier und da was verkaufe. Also die Toaster zum Beispiel, die können wir da lassen. Die haben viel Gewicht und bringen eigentlich gar nichts. Ich schaue jetzt gerade die Stangen, das ist, na, das passt. Kartons. Weißt was? Die 10. Da lasse ich 8 da. Die hole ich mir nachher einfach wieder. Gut, dann weißt was? Ich werde hier jetzt enden in dieser Behausung. Ich speichere hier mal kurz. Ja. Umherziehender. Ich bin ein Wanderer. I'm a Wanderer. Genau. Und hier beenden wir Teil 5 von, schauen wir mal, FNV 360. Es ist leider nicht allzu viel weitergegangen, ich bin einmal draufgegangen. Aber trotzdem, also mir hat es wieder Mörderspaß gemacht. Mir wird es höchstwahrscheinlich die nächste Zeit sehr viel Spaß machen, weil ich mich wirklich wieder darauf freue, dass ich das Spiel spielen darf. Ich hoffe einfach mal, euch hat Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Ich wünsche euch natürlich wie immer einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch bleiben, gell, tschüss. Baba.